absolviert. Der nächste aufzurufende Tagesordnungspunkt ist der Punkt 29. Hier geht es um die Vergabe von Wohnbauflächen an Dresdner Familien mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Einreicher AfD-Fraktion. Herr Laszinski stellt den Antrag vor. Ja, sehr geehrter erster Bürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer, wir hatten heute ja schon das strategische Ankaufskonzept der Landeshauptstadt für die nächsten Jahre, beziehungsweise erstmal die Strategie dahinter beschlossen, die natürlich dann auch zum Leben erweckt werden soll und Grundstücke angekauft werden soll. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, was machen wir am Ende mit den ganzen Grundstücken? Natürlich, es wurde bereits gesagt, das Thema Bau von Schulen, das Thema Kitas, aber auch die WED spielen da schon eine zentrale Rolle. Es wurde aber auch in dem Beschluss mitgefasst, dass auch das Thema Steigerung der Wohneigentumsquote ein Thema sein soll. Dresden hat ja mit Abstand die geringste Wohneigentumsquote in ganz Deutschland. Deutschland ist eines der Schlusslichter in ganz Europa. Gerade mal 17% in Dresden nennen die eigenen vier Wände wirklich ihr eigen und sind nicht irgendwo auf dem Mietmarkt unterwegs. Das hat natürlich ein strukturelles Problem, weil gerade ältere Menschen, die dann irgendwann in die Rente gehen, unter Umständen halt dann doch Probleme haben, überhaupt noch ihre Miete bezahlen zu können mit dem, was sie in Rente bekommen, sodass da Altersarmut auch vorprogrammiert ist, dass dann viele Menschen auch in die Altersarmut fallen und wir dadurch auch soziale Verwerfung hier in unserer Stadt bekommen mit einer derartigen Eigentumsquote. Zeitgleich haben wir allerdings das Problem natürlich, wir kennen die Marktsituation in den letzten Jahren. Es gibt sehr wenige Grundstücke in Dresden, die Preise sind äußerst angespannt aufgrund der langjährigen Niedrigzinszeit. Dass junge Familien, die in Dresden leben, auch wenn beide Eltern arbeitstätig sind, kaum eine Chance haben, zu den eigenen vier Wänden zu kommen, selbst wenn sie es wollten. Die Preise gehen durch die Decke und es ist ein Mangel an Bauland da und dadurch treibt es sehr viele Familien dann aus den Stadtgrenzen hinaus. Ich habe da auch ein Beispiel im persönlichen Umfeld. Ein Bekannter, den ich noch aus der Schulzeit kenne, hat seinen Facharbeiter Metallbau gemacht, hat seine Familie hier in Dresden gegründet, wollte seine eigenen vier Wände suchen. Am Ende hat es ihn nach Wilsdruf verschlagen. In Wilsdruf ist er dann fündig geworden, pendelte jeden Tag nach Dresden. Und was noch viel schlimmer ist, er war langjährig als Jugendtrainer in einem Sportverein tätig, hat Nachwuchs trainiert und konnte diese Tätigkeit dann aufgrund der langen Anfahrtszeit dann musste er niederlegen und ist quasi auch mit seinem ehrenamtlichen Engagement aus Dresden hinausgegangen und hat dort eine große Lücke hinterlassen. Das ist ein Problem, das ist kein Dresden-spezifisches Problem, das gibt es in vielen Städten, wo sich der Wohnungs- bzw. der Preismarkt für Grundstücke entsprechend entwickelt hat. Und viele Städte und Gemeinden, gerade auch im Speckgürtel von München, haben da eine Lösung gefunden. Das Ganze nennt sich einheimisches Modell und führt letztendlich dahin, dass eben gerade diejenigen, die in der Stadt schon sesshaft geworden sind, die lange hier sind, die sich ehrenamtlich engagieren, die hier Familien gründen, die quasi was auch zur Stadtgesellschaft beitragen, bevorzugt behandelt werden, wenn es darum geht, dass die Stadt vergünstigt Grundstücke vergibt, also quasi einfach ganz normale Vergabe. Und diese vergünstigte Vergabe von Grundstücken erfolgt dann nach sozialen Kriterien. Das ist insofern ganz hilfreich, weil es eben dann gerade genau diesen jungen Familien hilft, dass sie hier bleiben können, dass sie hier sesshaft werden und nicht weggedrängt werden. Das Ganze hat natürlich auch für einigen Aufruhr gesorgt, ging sogar bis zum Europäischen Gerichtshof, als die ersten einheimischen Modelle beschlossen wurden. Und es gibt ein höchstrichterliches Urteil des Europäischen Gerichtshofes, unter welchen Rahmenbedingungen und mit welchen Maßgaben und mit welchen Kriterien ein derartiges einheimisches Modell umsetzbar ist und auch rechtssicher ist. Und daran soll man sich natürlich orientieren, wenn man jetzt hier in Dresden auch diesen Weg geht, um eben zu verhindern, dass die Einwohnerzahl von Dresden, wie es jetzt in den letzten Jahren ist, weiter sinkt, weil gerade eben auch die jungen Familien Dresden verlassen. Das hat dieser Antrag zum Sinn und dafür bitte ich um Unterstützung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Laszinski. In der Fraktionsrunde beginnt die CDU-Fraktion. Herr Böhm, bitte.
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wenn zu der späten Stunde, ich denke, das Thema, so wie es aussieht, hier wenig Interesse hat, es ist trotzdem ein wichtiges Thema und einheimisches Modell klingt so nach so einer AfD oder Heimatnummer, aber ist es in Wirklichkeit nicht. Es ist ein probates Mittel, was insbesondere in Baden-Württemberg und in Bayern doch ein Stück weit hilft, dass überhaupt, ich sag mal, Einheimische oder überhaupt Anwohner oder deren Kinder noch eine Chance haben, eigenes Wohneigentum zu erwerben. Also insoweit greift der Antrag schon ein interessantes und wichtiges Thema auf, denn es ist schon eine Frage für die Zukunft, wenn wir denn wieder in eine Baulandstrategie reingehen, wo wir ja morgen nochmal dazukommen vielleicht, wenn es die Tagesordnung hergibt. Wenn wir denn selber reingehen und entwickeln Wohnbauflächen, wie sollen die vergeben werden? Und da ist es schon klar, dass auch Dresdner auch mit geringen Einkommen, da sage ich mal, eine Chance auf Wohneigentum bekommen sollen. Das einheimische Modell kann dabei eine Lösung sein, da hat die AfD völlig recht. Allerdings bietet der Antrag, so wie er gestaltet ist, dafür keine Lösung. Die Stadt Dresden verfügt aktuell über keine wesentlichen Flächen für Einfamilienhäuser oder ähnliche Eigentumsformen. Alle verfügbaren Flächen werden für Gemeinbedarfsflächen oder sozialen Wohnungsbau genutzt. Im Bereich von privaten Investoren sieht es ähnlich aus. Es gibt kaum baureife Flächen. Hinzu kommen die derzeit hohen Grundstückspreise. Wie soll da eine Verbilligung erfolgen? Solange Dresden nicht über eigene Grundstücke für individuelle Wohnformen verfügt, brauchen wir die Verwaltung auch nicht mit Vergabemodalitäten beschäftigen. Und in den nächsten Jahren wird Dresden dafür auch keine geeigneten Flächen haben. Da reden wir dann über einen Zeitraum vielleicht 20, 35 plus oder vielleicht auch etwas eher. Da es aber ein wichtiges Thema ist und wir das einheimische Modell auch in unserer Entwicklungsstrategie Dresden 35 plus als einen Baustein sehen, werden wir den Antrag nicht ablehnen, sondern werden uns kraftvoll enthalten, da wir aktuell keinen Handlungsbedarf sehen. Vielen Dank, Herr Böhm. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Oder doch, dann machen wir weiter in der Fraktionsrunde. Zunächst Bündnis 90 Grünen, AfD-Fraktion, vielleicht dann ein Schlusswort. Fraktion Linke, SPD, FDP, Dissidenten, Herr Schmählich. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, ich denke, das kann so nicht stehen bleiben. Mir ist sehr wohl bewusst, dass gerade auch in Baden-Württemberg dieses einheimische Modell ein Modell ist. Das aber, und das muss man auch hier in aller Deutlichkeit sagen, in dem eng umkämpften urbanen Raum, dort wo Grundstücke rar, teuer sind, eben nicht zur Anwendung kommt. Und ich gestatte mir doch mal einen Hinweis. Wir haben das ehrgeizige Ziel, für etwa 80.000 Dresdnerinnen und Dresdner, die einen Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein haben, in den nächsten 10 Jahren zumindest zu einem Teil, ich spreche noch nicht einmal von einem Großteil, bin ich bescheidener, ich bin vielleicht auch nur so bescheiden wie unser Oberbürgermeister, der sagt vielleicht 10.000, Wohnraum zu schaffen. Wir wissen, dass wir gegenwärtig ein großes Problem darin haben, dass es an bebauungsfähigen Grundstücken fehlt. Und dann sagen wir plötzlich, wir konzentrieren uns jetzt mal auf eine andere Gruppe, die sogenannten, also die Einheimischen, denen wir Platz für Eigenheime zur Verfügung stellen. Ich glaube, Politik ist auch die Kunst, die richtigen Prioritäten zu setzen. Und da sage ich in aller Deutlichkeit, dass das kann jetzt gegenwärtig nicht unsere Priorität sein, weil ich auf der anderen Seite auch nicht das Problem sehe, dass uns in der Mangelung eines solchen Modells Menschen davonlaufen. Es ist das gleiche Problem, was die CDU in der Tat angesprochen hat, dass es angeblich und auch über den Wohnungsbericht wissen wir ja auch, dass durchaus es eine Nachfrage gibt. Aber dies auch jetzt noch mit einem einheimischen Modell, an dem ja auch noch soziale Kriterien hängen. Ich sage mal, nicht nur soziale Kriterien, sondern auch Verhaltenskriterien. Engagiert sich jemand für die Gemeinde, kriegt er Pluspunkte? Also das ist für mich schon ein bisschen chinesisches Kontroll.
Management der Bürgerinnen und Bürger, da muss ich Ihnen sagen, das alleine schon würde mich skeptisch machen. Der entscheidende Grund, warum man aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt diesen Antrag ablehnen muss, ist, dass er nicht die Prioritäten und die drängenden Aufgaben, die wir im Bereich der Wohnungspolitik haben, abdeckt. Deshalb bitte ich darum, diesen Antrag abzulehnen. Vielen Dank. Gibt es noch Redebedarf? Herr Lasinski, das Schlusswort, bitte sehr. Ja, chinesisches Kontrollmanagement, spannende Begrifflichkeiten im Zusammenhang, weil letztendlich ist es ja so, dass ja niemand kontrolliert wird, der nicht kontrolliert werden will. Im Gegenteil, es wird ein Grundstück ausgeschrieben und darauf bewirbt man sich dann und da muss man natürlich auch das eine oder andere als Nachweis mit beibringen. Das ist wie bei jeder Ausschreibung, wie bei jeder Vergabe auch. Letztendlich natürlich brauchen wir den bezahlbaren Wohnraum, das ist sicherlich ein Thema, aber auch ein weiteres Thema und das sagt ja auch der Wohnungsmarktbericht ist eben, dass wir es nicht schaffen, den Bedarf an Wohneigentum, an selbstgenutzten Wohneigentum in Dresden zu decken. Daher, wie schon erwähnt, haben wir auch diese Abwanderung. Letztendlich, ja, es ist richtig, im Moment sind nur wenig Flächen verfügbar. Eine mögliche Option wäre unter anderem das kommunale Baugebiet auf der Gaistraße. Ich hatte es heute schon mal erwähnt, dass man das dafür verwendet. Man wird ohnehin nicht in Größenordnungen gleichzeitig ausschreiben können. Dafür ist das Personal in der Stadtverwaltung gar nicht da, um all diese Ausschreibungen und die Angebote dann, beziehungsweise die Bewerbungen auf diese Ausschreibung dann auch auswerten zu können gleichzeitig. Letztendlich reden wir hier von dem Start eines Prozesses. Wir müssen uns darauf einigen, dass wir diesen Prozess, im Prinzip steckt hier drin, dass wir uns erstmal einigen, dass wir diesen Prozess anschieben wollen. Im nächsten Schritt müssen wir dann die Kriterien festlegen und dann muss erstmal ein entsprechendes Modell auf den Weg gebracht werden. Das wird auch einige Zeit in Anspruch nehmen. Deswegen ist es eigentlich gar nicht so dumm, im Gegenteil, es ist recht clever, das genau jetzt zu tun, wo auch die kommunale Grundstücksstrategie auf den Weg gebracht wird, dass man das parallel laufen lassen kann. Insofern sind eigentlich all die Argumente, die hier gebracht wurden, also gegen diesen Antrag unbegründet. Und ich bitte um Zustimmung. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir kommen dann zur Abstimmung. Wir haben hier einen ablehnenden Bericht des federführenden Ausschusses. Das heißt, wer dem zustimmt, lehnt den Ursprungsantrag ab. Ich rufe also den federführenden Ausschussbericht zur Abstimmung. Dieser hat bei 26 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen, 16 Enthaltungen eine Mehrheit gefunden. Vielen Dank. Wenn ich sowohl die Uhrzeit als auch die Rednerliste des nächsten Tagesordnungspunktes mit dem Tagesordnungspunkt Thema Cannabis verschneide, wäre mein Eindruck, es wäre keine sinnvolle Idee, damit jetzt fortzusetzen. Darf mich, da ich auch nicht davon ausgehe, dass wir die Hufeisennase in 2 Minuten erledigen, die Sitzung für heute beenden. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bitte Sie darum, die Abstimmungskarten stecken zu lassen, weil ja morgen an diesem Ort weitergearbeitet wird. Haben Sie einen schönen Abend, kommen Sie gut nach Hause und machen noch was möglichst Kulturvolles.